schön das alles hier ist. Im Traumland bin ich. Wo fahren wir heute hin, Lizzie? Wir fahren nach Aichach auf das Elfenfest. Wir fahren ins Elfenland. Verfahren? Nein. Ich muss telefonieren. Nathalie. Ich fahre. Wir sind auf dem Weg ins Elfenland. Oh je, ich wackel. Und wie ich wackel. Nein, das ist nur die Straße. Sissi, ich bin irgendwo hängen geblieben mit meinen Flügeln. So, meine Lieben, wir sind jetzt den Elfenpfad gelaufen und ich habe ziemlich lange und ziemlich viel von diesem Pfad aufgenommen, weil er einfach so traumhaft schön ist. Und ich habe gemerkt, dass das Video, wenn ich das mit rein mache, schneide, dass das sehr, sehr lange wird. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich den Elfenpfad in einem extra Video nochmal veröffentliche. Und wenn euch das interessiert und ihr mit uns auf eine kleine Elfenreise gehen möchtet, dann schaut im nächsten Video rein. Hier zeige ich euch einfach mal so ein paar kleine Eindrücke. Stehen wir. Was ist das?
Guten Morgen. Ich mache hier mal den Rollladen hoch und genieße mal den Ausblick hier. Ich weiß gar nicht genau, wie es hier aussieht. Ah, hier ist Fliegennetz. Aber so sieht es hier aus. Oh. Die Vögel zwitschern. Ja, wir sind jetzt hier immer noch und haben ein bisschen uns den Fernseher angemacht. Disney Channel. Wir sind hier bei Schäffner Gästehaus und es ist eigentlich ganz süß hier, ja. Und es ist gerade ganz in der Nähe vom Elfenfest und wir werden wahrscheinlich auch hier wieder herkommen, wenn wir wieder aufs Elfenfest gehen. Die Lissi ist so süß und versorgt mich immer mit ganz viel Süßkram, beziehungsweise uns. Da hat sie so eine Pralinenmischung für uns mitgebracht und ja, gleich will sie auch noch Kaffee holen. Und die ist so süß, ja. Dann macht sie uns noch Eier mit Bohnen. So eine liebe Elfe. Die Lissi hat mir Frühstück ans Bett gebracht. Ich bin wirklich hier im Paradies. Wirklich. Ein schönes Pony, einen schönen Haarschnitt. Ein gefräßiges Pony. Hallo. Die
schönste Blumenelfenkartoffel. Auf dem Nachhauseweg und wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns, weil wir sind nicht aus der Gegend Aichach, sondern wir wohnen halt so 2,5 Stunden entfernt. Und es hat sich so mega gelohnt, dahin zu kommen. Und ich wollte schon Jahre auf dieses Festival und ich würde allen Leuten, Elfenbegeisterten, Naturwesenbegeisterten, egal ob groß oder klein, raten, dahin zu gehen. Ich habe nicht so viel von den Ständen gefilmt, weil ich da so ein bisschen schüchtern bin und ich denke mir manchmal, vielleicht wollen die Leute das nicht, aber es gibt so viel mehr noch Schönes zu entdecken und zu sehen, was ich nicht gefilmt habe. Hi meine Lieben, ich bin jetzt zu Hause angekommen, es ist jetzt schon der Tag danach. Die Fahrt, die Heimfahrt war ziemlich lange, weil wir waren die ganze Zeit nur im Dauerstau. Und wir sind so ungefähr so um 4:15 sind wir losgefahren dort. Und wann bin ich nach Hause gekommen? Um 9:00. 5 Stunden. 5 Stunden waren wir im Auto gesessen. Und ja, es war halt nicht so toll, weil ich hasse Stau. Deswegen habe ich halt gestern nichts mehr gefilmt zum Abschied. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf, das Video zusammenzuschneiden. Ich habe ja einiges an Schnipsel und Fotos gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen Einblick von diesem Festival. Es ist so schön gewesen. Es ist, wie gesagt, für uns wirklich nicht gerade um die Ecke. Aber es lohnt sich. Es gibt halt eben in Deutschland nicht so viele Elfenfeste. Ganz viele Mittelaltermärkte, aber das ist halt nochmal was anderes. Es sind andere Vibes und es sind andere Leute dort und ich weiß ja nicht, wie, also ich stelle mir auch die Frage, wie viele Menschen
kommen dorthin, weil sie einfach denken, ja, das ist ganz süß, wegen der Ästhetik mehr von Feen, Elfen und Naturwesen. Und wie viele Menschen kommen dahin, weil sie wirklich dahinter stehen und dieses Mindset haben und auch eventuell an die Naturwesen glauben und an Feen glauben. Ich werde auf jeden Fall wieder dorthin gehen. Ich weiß zwar nicht, wie oft und wann ich es wieder schaffe, aber vielleicht sehen wir uns ja irgendwann auf diesem Fest. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.